Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mars Horizon hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, jetzt habe ich weitergeklickt. Ne, ja, ich habe alles aktiv und Raumstation, internationale Raumstation ist unser großes Ziel. Und ja, da bauen wir jetzt das erste Modul schon. Mal gucken, wie gut das läuft. Und die Sowjets sind uns da leider Gottes ein Stückchen weit voraus. Da müssen wir unbedingt gegenarbeiten. Ja, das machen wir natürlich. Das ist mir egal, ob die Wissenschaft kriegen, aber wir wollen ja teilen. Wir wollen ja die Weltraumforschung, die soll ja durchaus eine Weltaktion auch sein. So, Bonus für Missionstraining um 100%, Strafe für Subdominant, na gut, Staatsverlässlichkeit ist 99%. Also die Rakete, die ist ja proven. Da ist die Staatsverlässlichkeit nicht so wichtig, aber wir wollen natürlich die Zuverlässigkeit der Nutzlast erhöhen. Das Einzige, was wir erhöhen können. Startdatum legen wir dann auf den Juni fest. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, auf geht's. So. Dann brauchen wir noch ein bisschen Geld. China hat Raumstation 1 und 6 mal, okay. So. Agenturen schlagen internationale Zusammenarbeit vor. Die anderen vier großen Raumagenturen sind an deine Agentur herangetreten und haben eine internationale Zusammenarbeit beim Bau der Nutzung der zukünftigen modularen Station vorgeschlagen. Die Annahme des Vorschlags würde zu deiner Agentur 5 Millionen an Zuschüssen und zukünftigen Missionskosten gewähren, obwohl deine Berater anmerken, dass die anderen Agenturen durch den Zugang zur Station dort bedeutende wissenschaftliche Leistungen erhalten würden. Annehmen. Wenn wir gleich mal im Diplomatie-Schirm gucken, dann müssen wir, also, das ist ja explosionsartig gestiegen. So, modulare Raumstation. Also 5 Millionen Zuschüsse bekommen wir für den Bau der Station. Sie wollen dann aber daran halt teilhaben. Das ist aber nicht weiter schlimm. Da bin ich durchaus dafür. Das stört mich nicht weiter. So, gut. Das heißt, wir brauchen eine anständige Oberstufe, die uns das Ding hochbringt. Oh, wichten das? 21 Tonnen. Voller die Waldfee. Das könnte man dann natürlich... mit der Saturn machen. Die ist ja proven. Die kann das ja. No. 12 Monate Bauzeit ist natürlich sehr, sehr viel. Da müssen wir gucken, dass wir da vielleicht eventuell irgendwas gegen Bauzeit eintauschen. Upgrade-Slot können wir einen hinzufügen, brauche ich jetzt aber erstmal nicht. So, wo kriege ich meine Bauzeit runter? Hier gegen Geld, 3,3 Millionen, das ist natürlich ein bisschen... Ach, die 5 Millionen haben wir überwiesen gekriegt. 3,3 Millionen, das ist natürlich sehr, sehr viel für... Aber immerhin, also 4 Monate sparen. Geld sparen, Wissenschaft, nee. Geld sparen, Ruf, nee. Bauzeit für Zuverlässigkeit will ich auch nicht unbedingt hergeben, auch wenn ich die Zuverlässigkeit im Hintergrund wieder hochpushen könnte. Geld gegen Bauzeit, nee. Bauzeit gegen Ruf, 25%. Ist nichts Schönes dabei, wo man Bauzeit sparen kann, ne? Also das Ganze gegen Geld, aber ich will jetzt ja nicht 3,3 Millionen ausgeben. Also den Preis um 50% erhöhen. Gut für die Raumstation. Ja, komm, dann ist er halt 11 Monate Bauzeit. Verdammt, so ist es halt. So, das ist dann die Raumstation. I. Bestätigen. So. Zack, so heißt das Ding hier. Da wird das Fahrzeug gebaut. Und dann geht's los. Gut. Verkehrsverfolgung. Ab nächsten Monat. So, erster Mensch im Weltraum geht in Rente. Mehrere Nachrichtenagenturen haben Marcel Schröder zum allerersten Menschen im Weltraum, der sich jetzt aus dem Raumfahrtprogramm zurückgezogen hat, ihre Anmerkung ausgesprochen. Dort oben zu sein war etwas anderes, kommentierte Marcel Schröder in seinem Interview. Etwas, das buchstäblich niemand zuvor erlebt hatte. Es hat mir bewusst gemacht, wie selten und zerbrechlich unser Planet ist. Ja.
Na gut, das gibt nochmal extra Unterstützung. Da geht jemand in Ruhestand. Steht nicht mehr zur Verfügung für folgende Missionen. Und demnächst neue Astronauten uns dazu besorgen. Momentan haben wir noch genug, also von daher würde ich sagen, geht das ganz gut. So, Mission starten. Und hier bekommen wir dann ordentlich Kohle dazu, wenn wir denn anständig jetzt durchstarten. So, Titan 2. Die Zuverlässigkeit von allem sollte so ziemlich wie was bei ganz oben sein. So. Gute Bedingungen, also ja, viel besser kann gar nicht sein. Also wenn das jetzt noch explodiert, uiuiuiui. So, dann wollen wir hoffen, dass wir auch noch ein positives Event am Ende kriegen. Aber hey, Hauptsache im All, würde ich erstmal sagen. Technik aus den 70er Jahren ist hier am Arbeiten. Aber wir sind doch aus den 80ern, also von daher. Sagen wir mal so, die aktuellen Raketen, die die Russen benutzen, beruhen auch auf Technik aus den 60er Jahren in großen Teilen. Also die R7 und so weiter, das, ja. So, was haben wir? Wir haben 30%. Sehr schön, sicherer Start. Fortfahren. So, ja, die beiden kriegen nichts mehr oben drauf. Also 90%, mehr geht nicht. Und dann ist der Satellit zur Verkehrsverfolgung im All. Zack, und dann können wir jetzt, achso, jetzt haben wir den Drift, ein bisschen Daten sammeln und Navigation. Okay, so, aber den Drift haben wir selber im Griff, also es kommt nicht automatisch irgendwelchen Drift dazu. So, was brauche ich denn? Daten brauche ich, okay, und Navigation brauche ich, okay. Und Kommunikation wäre so ein Nebenprodukt, was man hier unten benutzen könnte, wenn man wollte. So. Also wir können erstmal das nutzen und das nutzen. Dann sind wir da erstmal gerade, ne? Und dann können wir einmal das machen hier. Und dann machen wir das nochmal. Okay, dann haben wir zwei Kommunikationen. Wir brauchen sehr viel Energie schon mal, ne? Gut, okay. Da müssen wir gucken. Wir müssen 16 Navigationen, 8 Daten kriegen. Also das, da müssen wir unbedingt daran arbeiten. Ping Standort. So, dann ist der Trip erstmal wieder auf 0,0. Das wird teuer. Und von denen kann ich leider Gottes nichts. Das kann ich nicht einsparen, das geht nicht. So. Okay. So. Gut. Hä? Was? Das ist meine letzte Runde? Bitte wie? Aber nee! Wieso war denn das meine letzte Runde? Was habe ich denn da jetzt nicht mitgekriegt? Huch! Haut mich jetzt ein bisschen aus den Socken. So. Gut, also wir kriegen das Optimum ja hin hier. Das ist nicht das Problem, aber hey, meine Herren. So, da machen wir den Drift nochmal gerade mit. So, ei. Wieso habe ich denn nur so wenig Runden mit dem Satelliten? Krieg ich den Bonus wieder nicht zusammen. Diese scheiß Kommensat kriege ich den Bonus mit mir. 2 Runden verbleiben. Tatsache, man hat nur 2 Runden dafür. Das ist ja fieselig. Uiuiuiuiuiui, Tiffy. Das ist so.
Du meine Nase. Ach du meine Nase. Das gefällt mir hier schon wieder gar nicht, ne? Kommunikation brauchen wir ja auch, ne? Das ist aber auch nichts so richtig, wo du sagst so, da warte mal dann. Darf es schief gehen? Oh nee, das ist ja wirklich ganz fürchterlich. Das ist ja ganz fürchterlich. Oh, zwei Runden, ey. Da war ich richtig irritiert, aber das ist hier jetzt auch der Fall, ne? Ich habe bloß zwei Runden. Ich meine, die Anforderungen sind nicht hoch, 666, ne? Das ist schon klar, aber puh, trotzdem, das kriegst du so einfach nicht hin. Also, wahrscheinlich hinzukriegen. Na gut, okay. Das ist halt herausfordernd. So. Ah, das kriegen wir dann. Ein bisschen Glück könnte man ja auch noch haben. So. Okay. So, jetzt haben wir. Uns fehlt uns ein Kommunikation, uns fehlen vier Datenbanken. Das heißt, also zwei müssen wir mit Datenbanken machen, wo wir Datenbanken herkriegen. Also erstmal so. Ja, schaffe ich nicht. Ich schaff's nicht und dann gehe ich lieber auf Nummer sicher. Ach, schade, den Bonus nicht gekriegt. Naja, gut, keine 6 Millionen, sondern nur 4 Millionen. Durch den Auftrag. Mist. Naja, ich hab mich schon so gefreut. Ach komm, jetzt schenk mir doch nicht noch Sachen, ey, dass ich mich jetzt noch mehr ärgere darüber, dass ich es nicht schaffe oder was. Das wäre machbar gewesen, aber gut, okay. So, wir haben ja weiter einen Wetterschutz gehabt. Also da müssen wir mal gucken, das ist ja, da müssen wir wirklich mal gucken. Und die 4,5 Millionen, die sind natürlich auch ganz gut. Da sind wir bei 10 Millionen auf dem laufenden Konto. Knapp. Und können jetzt eine lukrative Mission nochmal annehmen. Das würde ich jetzt auch durchaus machen. Und wir müssen bei der Forschung unbedingt auf die irgendwas zu dem inneren Planeten hier, wo man schnell mal hinfliegen kann. Lukrativ ist auch nicht. Auch nicht. Ach, nicht. Sonnenobservatorium. Diplomatische Mission. Forschungsgruppe will ein Sonnenobservatorium. Start einen Satelliten, die in den Endluft planen. Eine Phase. Was ist das für ein Satellit? Einfach normaler Satellit, kein Teleskop, ne? Minus ein Kommando pro Runde, okay. Hätte man bei der anderen Mission unbedingt mal angucken müssen. Hätte ich den mit den Amis gemacht, wäre, glaube ich, besser gelaufen. Belohnung minus 50% Fahrzeugkosten für 6 Monate. Werde mindestens. Was ist die Herausforderung? Werde mindestens Zweiter in 3 Meilenstein-Missionen. Meilenstein-Herausforderung. Na ja, gut. Nicht so prickelnd. Aber gut, so, modulare Raumstation, da haben wir schon nicht mehr Zweiter, ne? Da können wir nur noch Dritter werden, weil die haben den Start schon geplant. Raumstation 2, da brauche ich den Unity und das Teil, okay. Und ja, dann noch ein bisschen. Große Tour ist noch ein Meilenstein hier. Den werden wir natürlich auch noch irgendwann durchziehen. Ach, Schande, ey. Forsche ich gerade dran an Uranus Vorbeiflug, ja. Den wollten wir ja auch noch machen.
Dann müssen wir hier weitermachen. Da weitermachen. Dass wir das dann haben. Dass wir hier vielleicht dann doch früher da drin sind als die anderen. Gut, okay. Dann nächsten Monat, würde ich sagen. Gut, dann warten wir jetzt mal oder beenden wir die Folge an dieser Stelle, damit wir in der nächsten Mission hoffentlich den Start-Neptun-Vorbeiflug machen können. Ich habe einen Munitionsslot verfügbar, ja, da habe ich immer noch nichts, was ich mir, ich will was Lukratives haben. Aber das geht auch relativ schnell, ne? War anspruchsvoll, ja, okay, wir haben Drift wieder mit dabei, müssen die Satelliten halt in Position bringen. Aber das ist auch alles. Gibt es keine schöne... Mond würde ich jetzt auch nochmal so eine Umlaufbahn-Mission. Mars ist immer schrecklich. Das dauert immer so schrecklich lange und Jupiter dauert auch so schrecklich lange. Planvorbeiflug. Horizontale Integration, Fahrzeugupgrade, Übernahme der horizontalen Integration mit Forschung. Minus ein Bauzeit. Okay. So. Und die Mission, die starten wir demnächst. Start geplant in einem Monat. Wird mal erster werden. So, Pluto ist hier hinten und das hier hinten, ja, das entdecken wir noch, was das ist. Da kommen wir noch zu. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wie spät ist das überhaupt? Minuten, na gut, das ist mal eine kürzere Folge. Macht ja auch nichts. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir den Start in Richtung Neptun machen, beziehungsweise gucken, ob das klappt. Und dann, ja, Raumstation 1 ist dann fertiggestellt in 9 Monaten, dann können wir die starten. Ja. Und, ja, ich glaube, oder, ach komm, wir nehmen die an hier, oder? Die Kleine kommt von, mit den, sogar mit den Japanern zusammen, mit den Dings zusammen, ne? Warte mal. Überblick. Das ist doch richtig gut. Okay, das hätte ich eher sehen sollen. So, dann müssen wir den Geosat bauen. Den nützen wir, setzen wir natürlich mit extra Energie aus. Ja, alles, das kostet ja alles nicht, kein Geld hier jetzt. Und dann machen wir da einmal die Satelliten oder einmal den Abschuss dafür und dann ist gut. Okay, ja. Nee, doch, das machen wir. Und das ist mit den Chinesen zusammen. Diplomatie wollte ich sowieso reingucken. Da müsste ich ja jetzt bei allen anderen oben angestoßen sein, genau. Und hier müssen wir natürlich dann in den Bereich reinkommen. Dann kriegen wir da auch noch ein bisschen was. Ja gut, das. Naja. Gut. Aber hier. Gemeinsam ein bisschen vorschlagen ist immer ausgegraut. Ich glaube, das ist dann erst, wenn man bei der Marsbereitschaft so weit ist. Wir sind ja nur eigentlich bei der Marsbereitschaft. Muss man führend jetzt. Das haben wir schon mal geschafft. Alles klar. Gut. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis denn. Tschüss.